worauf er ausgesprochen ungehalten reagiert. Okay. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Also niemals einen Alux dumm anquatschen. Ich finde es einigermaßen chillig, dass es in den Gräbern nicht so extrem viele Feinde gibt. Angriff der Wespe. Aufgeladene Schüsse verursachen mehr Schaden. Aus diesem schrecklichen Gestank. Ja, das stimmt. Ich habe schon wieder einen fahren lassen, deswegen ist die Lara da die ganze Zeit so ein bisschen angeschissen. Oh, warte mal, ich kann da raus. Sie haben ja mitgedacht. Die Frage ist... Ah, da komme ich so hin. Super. Müsste nah dran sein. So, er ist nur noch hier raus. Warte mal. Einfach schnell hier raus. So. Dann ist die Lara auch den Gestank los. Wunderbar. Und dann können wir eigentlich... Ah, ich will in dieses Jagdgebiet. Ich möchte mich mit dem Jaguar unbedingt anlegen, weil die einfach richtig schön in Szene gesetzt sind. Ich muss halt nur gucken, wie ich da wieder hochkomme. Ah, da sieht doch... Das sieht doch nach Klettern aus. Super. Haha, Überlebensversteck gefunden. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Überlebensversteck, okay. Das nehme ich doch mal mit. Ist auch super. Finde ich gut immer, wenn man so Hinweise findet. Versteckt. Wer auch immer sich die Mühe macht, da was zu verbuddeln. So, gibt es hier sonst noch irgendwas? Nö. Okay, hier dann hochklettern und dann mal gucken, ob ich in dieses Kaiser-Jaguar-Gebiet reinkomme.
Dumm die dumm die dumm die dumm. Juppali und juppalo. Das könnte hinkommen. So, ganz ruhig. Hier liegen noch ein paar Federn. Das wird wahrscheinlich mal wieder ein schöner hektischer Kampf. Ernsthaft? Das war's? Ich meine, okay, ich hab diesen Herzblick. Ich finde es so schade, dass der sich da so... Ich kann nicht mehr tragen. War ein bisschen unfair, finde ich. Hallo Hase. Tschüss Hase. Es sind virtuelle Tiere. Na gut, erstmal ein paar Felle und so ein Kram jagen, warum eigentlich nicht? Ihr zwei, Hino und Backflip, ihr seid schon ein paar Turtelchen. Schon wieder ein Herausforderungsgrab? What the fuck? Gibt wieder viel zu entdecken. Oh, das Spiel zieht sich hier noch in die Länge. Dafür habe ich nicht genug Platz. Der heilige Johannes war der letzte Apostel Jesu, der starb, und der einzige, dessen Leben nicht durch einen Märtyrertod oder Selbstmord endete. Als Verfasser von 5 Büchern des Neuen Testaments ist er der Schutzpatron der Theologen und Gelehrten. Durch sein langes Leben konnte er mehrere Schüler unterrichten, die seine Lehren nach seinem Tod fortführten und eine religiöse Denkrichtung begründeten, die bis heute Bestand hat. Alles klar. So, wieder Zeug gefunden. Jo. Und neues Basislager. Ja, das haben wir ja durch das Grab gelernt. Herz des Jaguars. Ausdauer, Kräutermischung, reduzieren den erlittenen Schaden von feindlichen Nah- und Fernkampfangriffen. Ist vielleicht gar nicht immer schlecht, aber ich glaube... Sie fallen nie, wenn sie nach Ketten greifen. Ach komm, warum nicht? Ich weiß nicht, ich bin irgendwie seit gestern so müde.
Obwohl ich sehr, sehr viel geschlafen habe. Also bin gestern recht früh ins Bett. Unmöglich. Ich kann nicht mehr. Dann bin ich abends noch mal kurz wach geworden. Komm und sieh dir meine Ware an. What? Wonach suchst du? Wie geht's denn so? Wie kann ich dir helfen, Lara? What? Wie bist du hierher gekommen? Ein gutes Geschenk. Viel Spaß damit. Ich habe keine Ahnung, wie die olle Zippe da hingekommen ist. Ganz im Ernst. Danke. Viel Spaß damit. Danke. Ein gutes Geschäft. Viel Spaß damit. Ich find's gerade ein bisschen gruselig, wie die Trulla da hingekommen ist. Ganz im Ernst. Ein gutes Geschäft. Ich finde von dem Zeug irgendwie nicht wenig. Viel Spaß damit. Furchtpfeile, Toxin, habe ich genug. Komm, viel Glück, Lara. What? Wahrscheinlich. Es gibt schon seit langem Gerüchte über, in Ermangelung einer besseren Bezeichnung, Monster in der Umgebung der Mission des heiligen Johannes. Die Einheimischen weigern sich, über diese Sichtungen zu sprechen. Sie werden missmutig, wenn man sie erwähnt, und eilen meist davon, um sich in ihren Häusern zu verstecken. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass diese Menschen nach ihrer Konvertierung erkennen werden, dass diese Monster nichts weiter sind als Aberglaube. Schatten, die im Lichte Gottes verblassen werden. Aha. So, was haben wir denn hier noch? Ja, eigentlich nichts weiter. Komm und sieh dir meine Ware an. Hab ich doch eben schon gemacht, Mädchen. Olle Schrapnelle. Oh Mann. Gut. Lara bricht ein. Das macht ihr öfters. Ach Mist. Dann muss ich erstmal ein bisschen weiter runter. Jetzt wird's dunkel, Lara. Im Dunkeln ist gut munkeln, Mädchen. So, wie kommst du jetzt wieder hoch? Gar nicht. Da mache ich mir Gedanken, wenn ich hey fertig bin. Unbekanntes Gebiet. Interessant. Das sind zwei legendäre Bäume, die einander ergänzen. Während der Chichin-Baum eine Substanz absondert, die bei Berührung vergiftet, kann der Saft des Chaka-Baums dieses Gift neutralisieren, bevor es zu schweren Hautschädigungen führt. Das Faszinierende an diesen Bäumen ist, dass sie immer nah beieinander wachsen. Der Legende nach gab es einst zwei Kriegerprinzenbrüder, die bis zum Tod um die Liebe einer Frau kämpften und dabei starben. Eng umschlungen flehten sie die Götter um Vergebung an und sie wurde ihnen gewährt. Kinich, der Freundliche, wurde als heilender Chaka-Baum wiedergeboren, während Tisik, der Hasserfüllte, als giftiger Chichin-Baum zurückkehrte. Interessant. So, neues Lagerfeuer gefunden, Fähigkeitspunkt, drauf geschissen. Ich muss mir ein paar Fähigkeitspunkte aufsparen. Jetzt bin ich gerade nicht runterfahren. Klingt nach Ärger. Yep. So, wir haben hier... What? So, ein bisschen nach oben, dann nach unten und dann abseilen. Okay.
Das Gas ist brennbar. Nicht wie faule Eier. Schwefel. Vera, lass mal ordentlich einen ziehen und dann passt das schon, ha? Lara hat's gesagt. Riecht wie faule Eier. Ich muss die Barrikade zerstören. Gut. Barrikade macht Aua. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Gefällt mir nicht, dass ich im Hintergrund diese hässlichen Breifratzen da so zu sehen habe. Ich würde aber sagen, noch geht's. Die Jaxil sind auch hier? What? Keine Ahnung, was die da suchen. Da unten wird's rappen. Da unten jetzt abgehen. Ich werde da jetzt springen müssen. Einhaken. Und hier runter. Und jetzt geht's. Nee, noch nicht. Okay. Oh, schon wieder. Danke, Mikrofon. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. So, weiter. Wieso kann ich hier lang, wenn es hier nichts gibt? War das eine Style-Entscheidung? Was sagt denn... Die Karte. Wahrscheinlich werde ich hier irgendwie... Ah ne, da kann ich wieder hoch. Okay. Auf diese Plattform. Das verstehe ich, Lara. Yo. Ich brauche eine Explosion. Hatten wir doch gerade eben. Meine Güte. Ich brauche eine Explosion. Lass mich raten, ich muss das Ding da unten irgendwie... Ah, das Ding muss ich kaputt machen und jetzt geht's auch los hier. Oder? Geht's los. Die sind mies. Ich muss auf diese Plattform. Sind da gerade am Verrecken. Kannst du es bitte leise machen? Danke. Den Legenden der Maya zufolge wurzelt der Baum des Lebens, auch bekannt als Yashti, in der Unterwelt und wächst dann durch unsere Welt, bevor sich seine Äste schließlich bis ins Paradies erstrecken.
Ups, Entschuldigung, ich dachte, die wäre schon fertig gewesen. Ist egal, ich... Ich muss auf diese Plattform. Ist mir schon klar, dass du auf die Plattform musst, Mädchen. Wow! Zum Glück war ich hier doch in der Mitte. War es das jetzt? War ein bisschen wenig. Ja, auf jeden Fall. Die ollen Schrapnellen. Das ist mir klar. Von ihren Wurzeln in der Unterwelt, in der Fledermäuse hausen, wächst sie unaufhörlich empor. Ihr Stamm schützt das Reich der Menschen und ihre Zweige breiten sich über den nächtlichen Himmel aus. Oh, muss dieser Sound überall herkommen? Wieder was gefunden. Was kann ich mir denn angucken? Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen. Hatten wir doch schon. So, und jetzt hier rüber. Ich brauche eine Explosion. Jetzt haben wir Dynamit mitgenommen, Schätzchen. Wenn du so viele Explosionen brauchst. Komm raus! Hab ich gesehen. Wow! So. Ah, okay. Oh, dieses Kackmikrofon, ey. Es ist nicht mehr weit. Ich muss auf diese Plattform. Ja, ich weiß, wohin du musst. Muss wahrscheinlich das... Muss erstmal hin, das Teil... Ah, verstehe. Oh, das war vielleicht ein bisschen arg. Kriegen wir schon hin, Lara. Super. Das lief doch schon mal ganz gut. Dann nehme ich mir das mit. Ne, ich mache jetzt mal keine Pfeile, die reichen. Es scheint eine Art primitive Skulptur. Ja, jetzt muss ich das kaputt machen. Ups, Entschuldigung, Schätzchen, wollte ich nicht. So, und jetzt irgendwie da rauf? Nee, das war dumm.
Was? Hä, wie komme ich denn da rauf? Es ist nicht mehr weit. Ich muss auf diese Plattform. Ganz ruhig. Ich muss das Ding befreien, dann kann ich mich darüber schwingen. Okay. Ach so, ja, ich Idiot. Warum mach ich das nicht gleich direkt von hier? Der hätte auch so runtergekonnt. Alter, was sind das denn für Viecher, Mann? Boah, ich finde ihn ein bisschen übertrieben. Habe ich jetzt hier endlich mal ein bisschen Ruhe? Danke. So, die Lara muss klettern. Das ist schön und gut. Ich habe nur keine Ahnung, wohin du kletterst. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich muss klettern. Das ist schön, ich habe nur keinen Plan, wohin. Ich muss klettern. Noch. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ganz oben Geschiss kam ich hier. Jetzt wieder hier hoch. Hä? War das alles total Quatsch eigentlich? Weil von da kam ich ja. Oder die haben jetzt irgendwo... Das hat irgendwas getriggert. Ich dachte schon. Wenn ich jetzt dieses ganze Zeug hier gemacht hätte, ohne irgendwie nur um da unten wieder hochzueiern, dafür habe ich nicht genug Platz. Dann wäre das alles sinnlos gewesen. Da ich aber jetzt... Da das hier runtergefallen ist, kann ich jetzt hier hoch. So, money, money, money in the bank. Ja, da ist noch ein Überlebensversteck. Das ist da. Ansonsten habe ich recht viel gemacht. Ja, das eine Überlebensversteck macht den Bock jetzt nicht fett. So, wie viel Uhr haben wir es dann? Wie lange sind wir dann schon online? Ich will es nicht zu lang machen, weil sonst habe ich morgen viel zu viel zum Schneiden. 83 Minuten. Gunst des Sonnengottes. Sind Sie im Kampf den Tode nahe, wird Ihre Gesundheit einmal sofort wiederhergestellt. Wird zwischen Kämpfen erneuert. Geil! Obwohl, ich weiß nicht, ob das so sein ist.
Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?